Das ist der Newsletter Februar 2024. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensomed. Im letzten Video haben wir ganz kurz besprochen, wie es mit der Politik aussieht. Insbesondere um den Herrn Lauterbach hat sich leider noch nicht bewegt bzw. auch noch nicht entscheiden können, wohin die Richtung geht. Jeder weiß, dass die Krankenhäuser und die Altenheime chronisch unterfinanziert sind, dass wir einen Personalmangel haben und dass wir generell auch durch den demografischen Wandel die Probleme eher mehr bekommen als weniger. So ist es unverständlich, dass immer noch keine Bewegung zu sehen ist. Dennoch hat unser Team durch sehr, sehr viel Mühe und durch sehr viel Arbeit immer wieder einen guten Job für Sie bekommen. Daran halten wir fest und auch die Rückmeldung, die wir von unseren Kunden bekommen haben, ist derzeit eher positiver wie negativer. An dieser Stelle hoffen wir alles Beste und wir freuen uns auf den März 2024. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensomed.